Ein herzliches Grüß Gott wieder aus dem großen Walsertal, aus dem Biosphärenpark und aus unserer Sennschau-Küche. Da hat jetzt eine Frau Platz genommen. Die begrüßen wir recht herzlich. Elisabeth Ellenson, schön, dass Sie da sind. Sie haben den Walserstolz mitgeprägt wie selten eine andere Dame. Sie waren nämlich von Anfang an mit dabei als die erste Marketing-Lady von EMI Österreich. Ja. Und haben die Marke Walserstolz mitgeprägt. Wie hat denn damals, wir dürfen es verraten, vor gut 20 Jahren das funktioniert mit dem Marketing? Ja, Marketing war damals noch etwas anderes als heute, beziehungsweise es wurde auch anders gelebt und anders damit umgegangen. Zum Beispiel hat man kein Mail, man hat Fotos mit Diskette per Post geschickt zum Beispiel. Also wirklich vor 20 Jahren, das Mail kam ja bald danach. Es wurde viel weniger mit Grafiken wurde nicht so gespielt wie heute. Es hat eine schöne Geschichte gegeben von Walserstolz, die gibt es ja immer noch. Die ist auch sehr wichtig für das Produkt nach wie vor. Weil ich denke, dass die Geschichte den Menschen auch zeigt, was hinter dem Produkt steckt. Die gab es damals schon, aber es gab natürlich nicht diese großen Themen wie Homepage, wie das heute ist mit dem ganzen Online-Marketing. Das gab es damals überhaupt nicht. Wir haben Inserate geschalten, wir haben einen Pressetext veröffentlicht. Es gab Verkostungen, das gab es auch damals schon, weil es immer wichtig war und ist, dass die Menschen das Produkt probieren, damit sie auch sehen, wie gut ein Produkt ist. Und Walserstolz ist ein sehr gutes Produkt. Aber es hat natürlich alles, war etwas langsamer, es war etwas, ich würde sagen, einfach etwas einfacher auch. Aber das war nicht negativ, es war einfach, es hat auch zum Produkt gepasst, dass er auch, ich sage jetzt einmal, ein Produkt ist, das nicht aus 100.000 Zutaten besteht, sondern einfach aus Milch und aus Käsekultur und Salz. Ganz ein ursprüngliches Produkt und ja, so hat es damals begonnen. Sie sind selbst Ragalerin, ja. Also auf der gegenüberliegenden genau. Talseite. Sind jetzt, die Liebe hat Sie irgendwo anders hingezogen jetzt, so aber das. Sie sind natürlich mit den Wurzeln noch im Walsertal. Mit dem Herzen schon, ja. Im Walsertal, immer noch. Im Herzen, so darf ja. man sagen. Wie sehen Sie die Käsekultur jetzt, abgesehen von Ihrem Käse, wie sehen Sie die Käsekultur in Vorarlberg an sich? Ja, Vorarlberg hat generell sehr guten Käse. Viele Regionen produzieren guten Käse, sehr würzigen Käse, der für den Osten oft zu würzig ist. Der hat ja eher einen milderen Gaumen. Es tummeln sich viele Käse. Damals, als wir Walserstolz gegründet haben, war das ja ein Bergkäse, ein No-Name-Bergkäse. Und es war wichtig, dem Produkt einen Namen und eine Seele zu geben, finde ich. Das war auch der Startschuss für Walserstolz, den Stolz der Walser und das, was sie können, in einem Produkt hinauszutragen. Wenn wir jetzt dort anhaken, hinauszutragen, wie soll es Ihrer Meinung weitergehen mit Walserstolz? Wo ist Ihrer Meinung nach jetzt, die Zeiten sind gegenwärtig am Milchmarkt ja nicht so einfach. Das stimmt. Wie glauben Sie als Marketing-Lady, als Anchor-Woman von EMI Österreich diesbezüglich, wie müsste man die Marke oder wie sollte man die Marke positionieren in der heutigen Zeit? Ja, ich denke, Heumilch ist da ein Schlagwort, das da hier ins Spiel kommt. Es sind ja österreichweit nur noch 15%, also ist Heumilch, wird produziert, der Rest ist alles keine Heumilch und europaweit sind das nur noch 3%. Also man sieht schon, dass die ursprüngliche Milch oder die Milchherstellung, wie sie früher einmal oder immer schon gemacht wurde, das ist sehr zurückgegangen. Das ist eine sehr hochqualitative Milch und nur noch wenige Käse werden damit produziert. Und auch die Milchmenge von Walserstolz ist sehr begrenzt, da das Tal ja auch nur gewisse Flächen und gewisse Kühe und eine gewisse Menge an Bauern hat, wird die Menge an Walserstolzmilch immer begrenzt sein, somit auch das Produkt. Ich sehe
das so, dass man das auch kommunizieren muss, dass es ein begrenztes Produkt ist, das einen sehr hohen Wert hat, aufgrund der guten Rohstoffe, aufgrund des Biosphärenparks, aufgrund aller dieser Dinge, die hier gelebt werden, auch in der Viehhaltung, in der Herstellung und bis zur Reifung und bis zu der strengen Qualitätskontrolle ist ein durchaus relativ hochstehendes Produkt. Und dann finde ich, das soll man transportieren, auch die Geschichte dazu. Und es wird dem Konsumenten auch klar sein, dass hier nur eine begrenzte Menge vorhanden ist. Und dementsprechend wird das auch sicher angenommen, wenn es vielleicht auch mal eine Saison nur oder eine Saison, oder ich sage jetzt mal nicht eine Saison, sondern wenn es einfach nur begrenzt verfügbar ist und vielleicht auch mal eine Pause in der Belieferungszeit ist. Das würde man verkraften oder das muss drin sein. Das hatten wir schon mal und es wurde eigentlich beim Konsumenten recht gut angenommen. Das wissen wir aus den Walserstolz-Verkostungen, dass das von den Konsumenten auch verstanden wird. Das ist auch nachvollziehbar und weil ich denke, das kann man sich ja auch denken, dass da nicht en masse immer Ware da ist. Wir haben natürlich schon, ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen genug, aber es ist nicht unbegrenzt. Auch ein bisschen eine Marketingstrategie, finde ich ja geschickt, zu sagen können, wir produzieren nur mit dem, was wir haben. Mhm. Und wenn es einmal etwas nicht gibt, dann gibt es das einfach nicht. Ist das auch eine Art Werbung für Sie? Ja, ich denke, darin liegt auch die Chance, wie man in Zukunft damit umgehen soll, weil auch die Reifestufe gehört dazu. Das ist auch sehr wichtig für Walserstolz, weil selten ein Produkt wird ja ein Jahr lang gereift. Dazu ist auch die hohe Milchqualität vonnöten. Und damit das auch wirklich so lange gereift werden kann, muss man den Käse einfach Zeit geben und dann kann er mitunter auch einmal ausgehen. Also das kann auch sein und wenn man das gut kommuniziert und den Konsumenten gut erklärt, denke ich, verstehen sie das auch als rares Produkt und sehen vielleicht die Besonderheit noch etwas mehr. Ich darf noch einmal einen Schritt zurück, liebe Frau Ellenson, und zwar das Wort Heumilch haben Sie gebraucht. Sie sitzen jetzt auf demjenigen Heu, das offensichtlich zu Milch wird, früher oder später. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass unsere Zuseher zu Hause endlich einmal wissen wollen, was steckt hinter der Heumilch, weil man liest es dauernd, man hört von Biomilch und Heumilch. Mhm. Wie kann eine Marketingmanagerin glaubhaft vermitteln, was jetzt hier in unserer, die hier erzeugten Biomilch oder Heumilch drinnen ist. Mhm. Was ist das? Ist das was Besonderes? Ja, wie bereits erwähnt, also Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Ich versuche nur, als Konsument geht es mir natürlich ähnlich, wenn ich vorm Regal stehe und sehe die Haufen Milch, die da steht. Ja. Und jetzt denke ich mir, Heumilch. Klingt da mal schon gut? Ist jetzt nur ein Wortspiel oder ist es tatsächlich? Nein, da steckt schon was dahinter. Also Heumilch ist erst einmal gentechnikfrei. Es wird ohne Silage produziert. Und Silage? Ja. Also es ist ja so, der natürliche Futterverlauf gehört auch dazu. Das heißt, die Kühe sind im Sommer auf der Weide. Mhm. Also auf der Alm oder auf der Heimwiese, also draußen. Und im Winter erhalten sie ausschließlich sonnengetrocknetes Heu und Getreideschrot, aber wenig. Bei der Silage ist das anders, da wird das ja nicht sonnengetrocknet, sondern wird das also mit diesen Heuballen, also es ist eher feucht dann und die Milch, wenn man genau schmeckt, dann schmeckt man das auch raus. Und es ist auch bei der Reifung gibt es da große Unterschiede. Mhm. Man kann mit einer Heumilch auch, ich sage jetzt mal mehr, also die Reifung hat dann mehr eine Kurve oder eine andere Kurve kann man besser auf den Punkt reifen und auch vom Geschmack her ist das ein großer Unterschied. Das ist mal das eine und was auch noch ein Punkt ist bei der Heumilch, sie ist einfach auch ökologisch nachhaltig. Das heißt, der Impuls durch das Abweiden der Wiesen gibt einen Wachstumsimpuls, das heißt, man muss dann nicht nachsäen. Die Bewirtschaftung der höher gelegenen Almen und Wiesen führt auch dazu, dass nicht die Gräser hoch werden und lang, was dann wie eine Rutschrampe für Lawinen etc. und Muren ist. Auch ist es so, dass zum Beispiel bei
herkömmlicher Milch, auch europaweit zum Beispiel ein Drittel des Getreides, das auch weltweit angebaut wird, geht eigentlich in die Futtertröge. Mhm. Und da geht eigentlich sehr viel Nahrung auch für die Menschheit verloren. Und ich denke, Heumilch ist einfach, hier sind die Kühe, die fressen das hier, die bekommen hier ihre Milch. Also es gibt eigentlich keine Transportwege oder ganz wenige nur. Und das Produkt wird in der Region mit auch immer noch sehr viel Handarbeit produziert. Und ja, steckt auch, denke ich, mehr in der Heumilch. Einfach auch wirklich die Sonne und diese Vielfalt an Gräsern, die hat einfach zum Beispiel eine Wiese, die dreimal gemäht wird oder öfter, das hat die einfach nicht. Und hier wird das schon im natürlichen Jahresverlauf gepflegt und das schmeckt man auch. Faszinierend, die Marketingdame weiß, die blumigsten Worte zu finden für ein gutes Produkt. Also Sie sagen, wir können den Konsumenten garantieren, dort wo bei uns zumindest in der Region Heumilch draufsteht, ist sie auch drin. So ist drinnen. Es definitiv, ist ja. Ist auch drin. Die Marketing-Lady erwartet vom Walser Stolz einen Mehrwert für das Tal. Ja, es ist ja das wichtigste Produkt des Biosphärenparks. Also das wird in der Region hergestellt. Es ist auch die Grundlage, also die Wirtschaftsgrundlage der Bauern. Es sichert natürlich auch irgendwo auch das, ich sage jetzt einmal, wenn die Leute hier die Höfe bewirtschaften und ein Produkt haben, das sie verkaufen können. Und wenn das gut funktioniert, dann ist auch das Tal nach wie vor belebt und die Abwanderung wird nicht so groß sein, als wenn das nicht funktionieren würde. Deswegen denke ich, dass es sehr wichtig für die Region ist. Außerdem wird das schon seit Jahrhunderten, ist das Käsemachen im großen Walsertal eines der wichtigsten Arbeiten und die wichtigste Einkommensquelle. Mhm. Und es pflegt natürlich auch die Wiesen, wie vorher bereits erwähnt, was auch dazu beiträgt, dass eben auch das Tal gepflegt ist, auch für den Tourismus, auch dass die Wiesen gepflegt werden, das verhindert die Verbuschung. Also das heißt, dass die Wälder immer mehr Wiesen zuwachsen. Es hängt alles zusammen und der Biosphärenpark steht ja auch dafür, dass eine ganze Region nachhaltig wirtschaftet, ohne... Und vielleicht auch wieder mal etwas Bevölkerung zureist, anstatt nur abwandert, das ist auch ein Thema. Ja. Könnten Sie sich vorstellen, wieder ins Walsertal zu ziehen mit Ihrer Familie? Grundsätzlich schon, ja. Grundsätzlich schon. Ja. Dann wollen wir darauf anstoßen. Ich bedanke mich herzlich für den Besuch, für die ganz interessanten Ausführungen. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück bei Ihren weiteren Gedankengängen und vor allem fürs Marketing, dem Sie hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Vielen Dank. In diesem Sinne, gerne. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche. Zum Wohl. Zum Wohl.